Echo Fresh, immer noch im Bottrop, im Filmpark. Yes. Wie geht's dir? Gut, gut. Noch nicht die Schnauze voll? Nee, ich dürfte einige Attraktionen erleben, ein paar kommen noch. Eine Wildwasserbahn soll noch gecheckt werden. Zwischen der ganzen Laberei immer mal kurz Achterbahn, macht dann immer wieder fit, wa? Ja, dann ist man wieder wie neu. Gut. Wir wollen über Deutschrap-Classics reden, allerdings aus den 90ern, weil ja die 90er das Thema von deinem Album Act to the Root sind. Ja. Nicht ganz so einfach wie bei den Amis, weil ja Deutschrap noch nicht 1979 losgegangen ist. Okay. Hast du trotzdem aus den 90ern wohl Sachen am Start? Ich habe ansonsten eine Liste dabei. Wenn ich jetzt mal so blind raten dürfte, die Stuttgart-Welle damals, natürlich massive Töne, Freundeskreis, die jeweils ersten Platten von denen war natürlich der Hammer. Ansonsten auch Afraub damals schon sehr gut gewesen. Lass mal überlegen, RAG, ich weiß nicht, ob das noch 90er war, die eine Platte, die die gemacht haben, war sehr gut. Haben wir alles dabei, okay, pass auf. Familia. War auch gut. Köln. Ja, da war auch teilweise aus Köln, aber es war so eine Gruppenzusammenkunft. Ich habe noch was, was noch näher dran ist an Reit. Okay. Straight Outta Ratinger kam Fresh Family. Fresh Family, ja. Kenne ich auf jeden Fall. Es waren sozusagen die ersten Ausländer, die das gesagt haben, dass sie Ausländer sind. Allgemein, ne? Waren sie mit die ersten, ich weiß nicht, ob die ersten auf Platte oder sonst was, aber voll früh dabei. Ja. Und halt schon irgendwo auch Straßenrap, wa? Voll. Und dieses Sexy Kanaken habe ich gefeiert. Wir haben uns ja zwischendurch auch sogar die Sexy Kanaken genannt. Jetzt nicht nur wegen dem Lied, aber das war auf jeden Fall auch die Idee dazu. Die Sexy Kanaken, deine legendäre erste Gruppe. Ja, genau. Die auch unter dem Namen Vogelfrei firmierte. Ja, woher weißt du das? Habe ich dir das erzählt? Ja, Mann. Das waren halt Summer Jam war da noch nicht dabei. King Size, ich und Serious Sam. Ja. Wann war das? In den 90ern. In den 90ern, vielleicht 97, irgendwie okay. So 98 vielleicht. Wir wollen ja ein paar Musikvideos spielen. Also von der alten Schule hätte ich hier neben Fresh Family noch Cora E, Advanced Chemistry, vielleicht auch LSD oder die Stieber Twins anzubieten. Ja, Stieber Twins, Fenster zum Hof habe ich auch halt übelst abgefeiert. Ansonsten Cora E kannst du auch gerne eine Schlüsselkind spielen, fand ich auch ein super Song. Nehmen wir jetzt eins von beiden. Wenn du die Playlist guckst, geht das jetzt automatisch direkt weiter und du musst nichts tun. Wenn du sie noch nicht guckst, dann drück jetzt bitte einmal den Link im Beschreibungstext oder den, der irgendwo um uns herum fliegt. Da musst du danach nichts mehr tun. Wir gucken eins von beiden Videos. Bis gleich.